Merkels Zittern vor Deutschland. Warum die Kanzlerin vor Deutschland zitterte. Hörbuchfassung, Teil 2. Klaus Schwab, der zwar nicht zum innersten Kreis zählt, obwohl er ein Paradiesozi und Psychopath ist, aber nahe dran, in den innersten Kreis aufgenommen zu werden, der Ziehsohn von Henry, der Kreatur Kissinger, Schwab von Kissinger, damals in den USA von einer Elite-Uni ausgewählt, wie viele andere, eben besagter Bush und Konsorten. Schwab gründete das WEF, das World Economic Forum, Young Global Leaders. Junge globale Führer auf Deutsch. Dasselbe in klein in Europa, was der mittlerweile 100-jährige Kissinger seit Jahrzehnten in den USA macht. Spahn, Lauterbach, Merkel, selbst Baerbock kam von den Young Global Leaders. Weder der ach so dumme Donald J. Trump, einer der von allen westlichen gleichgeschalteten Medien als die Inkarnation des Bösen bezeichnete Wladimir Putin, stammen von solchen Kreisen ab. Wenn Putin so wäre, wie es uns immer und immer wieder eingeimpft wird, stetes Wasser hüllt den Stein, sagt ein altes Sprichwort. Oder wie jeder Psychologe bestätigen kann, erzähle jemandem immer wieder die gleiche Lüge oder dass er dumm ist. Irgendwann glaubt er es. Zum Beispiel erzähle Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, predige ewig, dass es jemand gab, der Tote wieder zum Leben erweckte oder sogar über Wasser laufen konnte. Predige ewig das Gleiche und Millionen Katholiken werden es glauben. Denn Wissen ist ja nicht so wichtig und wertvoll wie Glauben. Wer will schon wissen? Das geschriebene, gesprochene Wort ist das mächtigste Erbe der Menschheit. Offenbarung 23, Jan Gaspar, Folge 22, die Pyramidensaga. Als die Sumerer damals in Ägypten einzogen, vor etwa 4.500 Jahren, sie hatten eine andere Hautfarbe und Körpergröße, konnten Worte in der bekannten Keilschrift aufschreiben und wiedergeben. Sie zeigten den Ägyptern, die Fischer waren, wie man den Boden kultiviert und zum Beispiel Weizen, Mais, Kartoffeln anbaut. Der Ursprung der Kultur. Kultivieren. Sie konnten das gesprochene Wort aufschreiben und immer und wieder vorlesen, predigen. Der Ursprung der Predigt. Sie waren größer und von hellerer Hautfarbe und wurden wie Götter verehrt. Der Ursprung des Gottglaubens. Psychologie schon damals. Propaganda schon damals. Tausende Jahre vor Edward Bernays, dem Neffen und Ziehsohn von Sigmund Freud, der wohl der lächerlichste, unfähigste Psychologe, der der Menschheit jemals verkauft, präsentiert wurde. Auf der ganzen Welt als der Psychologe schlechthin eingeimpft wurde. Immer und immer wieder. Die schon die gehabt, liebe Leser? Zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen. Carl Gustav Jung, ein echter Psychiater, kein Konstrukt, das geschaffen wurde, wie Sigmund Freud, hatten Dutzende Streitgespräche, weil Sigmund Freud damals Ansichten und Praktiken hatte, die hanebüchener Schwachsinn waren. Ähnlich wie Harald Lesch, der ZDF-Fernsehonkel, die echte Forscher und Wissenschaftler ihn nennen. Harald Lesch ist das wohl genialste Konstrukt des ZDF. Ein Avatar, geschaffen wie in einem Computerspiel. Der mit astronomischem Abstand der beste Schauspieler Deutschlands. Wie verbreitet man am besten Lügen richtig? Indem man sie mit einer Wahrheit verbindet. Harald Lesch schafft Wissen, über das er dann philosophiert. Diese korrupte Kreatur, Harald Lesch, der einst bei Alpha Centauri noch ein Mensch war. Was haben Sie wohl gegen Lesch in der Hand? Gibt es etwa Fotos oder heimlich aufgezeichnete Videos? Und es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass das getan wird. Harald Lesch im Latesanzug mit einem riesigen Analflock im Popo? Von einer Domina mit einer dreisinnigen Peitsche wie ein Hund auf allen Vieren durch den Raum getrieben? Wir wissen es nicht. Als ein Lehrer ein Video auf YouTube hochlud mit dem Titel Lesch vs. Lesch und Lesch ihn wütend vor Gericht zog, weil der Lehrer es wagte, in dem Video Professor Dr. Harald Lesch, er ist ja nicht irgendwer, er ist Professor Dr. Harald Lesch, bloßstellte, ihn als Lügner überführte, entlarvte, sagte der Richter damals, und ihr werdet es ahnen, wurde außer in einer Regionalzeitung nicht darüber berichtet. Außer eben in dieser Regionalzeitung. Der damals vorsitzende Richter meinte zu Lesch, naja, Herr Lesch, 2001 bei Alpha Centauri behaupten Sie,
Natürlich Arme wedeln und Pseudodiagramme mit Kreide auf die Tafel zeichnen, wie man das halt kennt. Dass es ganz, ganz lange dauert, bis das Klima sich wandelt. 2015 oder war es 2017? Egal, tut nichts zur Sache. Behauptet ihr, Lesch, dass es unglaublich schnell gehen kann? Irgendein Lesch lügt. Oder erzählt Hanebüchern einen Blödsinn. Erklären Sie mir, Herr Lesch, welcher Lesch? Der Lesch 2001 oder der Lesch 2015? Harald Lesch, der ZDF-Fernsehonkel, der nach wie vor Vorlesungen an Unis halten darf, antwortete nicht und schäumte vor Wut. War kurz davor, Galle und Teer zu spucken, mit puterrotem Kopf, weil der Richter dem Lehrer recht gab. Und zu dem Lehrer sagte, schreiben Sie einfach Satire über Ihr geniales Video. Und dieser Lügner kann Ihnen gar nichts mehr. Der Lehrer tat dies und veröffentlicht sogar den Artikel der Regionalzeitung auf seinem Kanal, in dem zu lesen stand, dass Professor Dr. Harald Lesch den Prozess hochkantig verlor und sogar die entstandenen Gerichtskosten tragen musste. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Aber wie gesagt, dieser bösartige Tumor, der seinesgleichen sucht, darf bis zum heutigen Tage auf Universitäten Vorlesungen halten. Harald Lesch war unglaublich beliebt und geschätzt. Bestimmt auch damals schon steinreich. Aber was soll's? Das ist Deutschland, wie es leibt und lebt. Charles Maurice Fleischhauer im Gespräch mit Christoph Poth, einem echten Astrophysiker im Gegensatz zu Lesch. Die Urknalllüge. Ja, natürlich auf YouTube verfügbar. Für die, die es genau wissen wollen. Vor allem der Deutsche glaubt sehr, sehr gerne. Oh, wie gerne der Deutsche seit Ewigkeiten so gerne mit Imbruns glaubt. Selbst für mich ist das eine Glaubensfrage. Wie oft sage ich, ich glaube, mein Esel wächst, mein Schwein pfeift, was anatomisch kaum möglich ist. Ich habe noch nie einen Esel beim Onanieren gesehen oder Schweine, die pfeifen. Ach, was bin ich wieder für ein Schelm heute. Ich kann auch nicht glauben, dass man so dermaßen brunstdumm und schon mit an gewaltgrenzender Absicht so dermaßen blind sein kann, dass es mir wehtut. Ich habe schon als junger Jugendlicher aufgehört zu glauben. Ich habe aufgehört und zugehört. Ich wollte wissen, sicher nicht glauben. Und schon wieder sind wir bei dem genialen George Lucas, der geklaut hat, wo er nur konnte. Esoterik, Religionen, Psychologie, Spiritismus, den Lehren und Weisheiten der Schaulen von Gott und der Welt, wie man so schön sagt. Wie, oder besser gesagt, was, sagte Obi-Wan Kenobi zu Luke Skywalker vor langer Zeit in einer Galaxis weit, weit entfernt. Luke, von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet, habe ich dir die Wahrheit gesagt. Als das Anakin das Vader wurde, war dein Vater tot. Luke, von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet. Man sieht klarer, wenn man alle Dinge von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. Nicht mit Scheuklappen vor den Augen, Dinge, Ereignisse, Situationen, Handlungen diverser Personen betrachtet, von oben, von unten, von links, von rechts, von allen Himmelsrichtungen aus. Ich habe dir die Wahrheit, also Wissen, nicht Glauben, gesagt. Als das Anakin, für Nichtwisser, Kenner, Star Wars, soll es angeblich auch geben, wurde Anakin Skywalker wie Jesus nicht von Menschen gezeugt, sondern jungfräuliche Geburt. Der Heilige Geist kopulierte mit Jungfrau Maria. Ja, der Geist trieb es mit ihr ganz wild, sanft. Vergewaltigte sie im Schlaf? Man weiß es nicht so genau. Vielleicht sollte man mal einen geistlichen, ich liebe die deutsche Sprache, Zwinker, fragen, was damals vonstatten ging. Einem Toten quasi. Man muss ja sterben, also tot sein, um ein Geist zu werden. Glauben heute noch Millionen von Katholiken daran. Anakin wurde von den Schattenteilchen, den Midichlorianern, gezeugt. Luke, die Macht. Gott, wie gesagt. George Lucas klaute, wo es nur ging, auf eine geniale Weise, die seinesgleichen sucht. Man muss es nur erkennen. Die Macht umgibt uns, sie durchdringt uns, ist überall und nirgends und gleichzeitig.
und ich nutze sie. Die Macht begleitet mich. Sie ist mein Verbündeter. Vergiss, was du gelernt. Nach meiner Größe du mich beurteilst, sagte Yoda damals und hob mit der Macht den X-Wing aus dem Sumpf auf Dagobah. Vergiss, was du gelernt. Vergiss, was die Medien und Machthaber dir glauben machen wollen. Vergiss, was dir im Fernsehen eingedroschen wird. Alles nur Prediger, die dich manipulieren wollen. Die Macht der Negation, wie man es in der Psychologie nennt. Fass ja nicht an die Herdplatte. Schließe die Augen und versuche nicht an die Farbe Blau zu denken. Doch, tue es. Denke an die Farbe Blau. Verbrenne dir die Finger. Fange an zu wissen. Und glaube nicht mehr, denn Wissen ist Macht, nicht Glaube. Die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Hof, Vieh und alles, was sein ist. Diese Gebote wurden von der katholischen Kirche dem ägyptischen Totenbuch entnommen und abgewandelt. Im Totenbuch stehen Verse im Stil, ich habe nicht gestohlen, ich habe nicht getötet und so weiter. Du sollst nicht. Die katholische Kirche bricht diese Gebote seit Jahrhunderten meisterhaft. Wasser predigen, Wein trinken. Quelle Deutsche Bibelgesellschaft. Der vielleicht wichtigste Text des Totenbuches ist jedoch Spruch 125. Indem der Verstorbene seine Reinheit und Rechtschaffenheit im Totengericht vor Osiris und dessen 42 Richterkollegen bekundet. Zentraler Teil dieses Spruches ist das negative Sündenbekenntnis, in dem der Tote erklärt, bestimmte Delikte nicht begangen zu haben. Die aufgeführten Vergehen schließen sowohl Kapitalverbrechen, Eigentumsdelikte als auch charakterliche Unzulänglichkeiten und bestimmte Formen des Fehlverhaltens gegenüber Göttern, Menschen mit ein. In der zugehörigen Totengerichtsszene wird die Prüfung des Verstorbenen mittels der Herzwägung gezeigt, bei der das Herz des Verstorbenen gegen das Symbol der Maat, göttliche, alle Lebensbereiche durchdringende Weltordnung, aufgewogen wird. Das Herz galt dem Ägypter als Sitz der Persönlichkeit und des Gedächtnisses des Menschen. Befanden sich darin die abgelegten Taten mit dem Symbol der Maat im Gleichgewicht, hatte der Verstorbene sich im Leben ethisch korrekt verhalten. Eine Gruppe von Sprüchen 155 bis 160 bezieht sich auf verschiedene Amulette, wie den Tit-Knoten, auch Isis-Blut genannt, Jet-Pfeiler, oder das Vajji-Zepter-Amulett. Zudem sind Hymnen an den Sonnengott, Spruch 15, und Osiris, Spruch 181 und 183 bis 85, in das Totenbuch eingeflossen. Selbst ausführlichen Opferlitaneien, die an verschiedenen Gottheiten und Formen des Osiris adressiert sind, Spruch 141, 142. Es erhält außerdem zahlreiche Anspielungen auf mythische Episoden. Hornung 1979, 26, Hermer van Voss 1995. Die 7 Todsünden, Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Als damals die Maskenpflicht kam, habe ich mir einen weißen Sturmtruppenhelm gekauft und bin zum Einkaufen gegangen. Was haben die Leute damals gelacht? Mich hat auch keiner beim Ordnungsamt angezeigt, oder doch, wer weiß. Das ist halt mein Humor. Diese FFP1 bzw. 2 Masken helfen gegen Bakterien, nicht gegen Viren, da Viren zu klein sind. Es stand sogar auf der Stirnseite der Verpackung. In Zwiesel im Bayerischen Wald
stand beim Realmarkt ein Aufsteller am Eingang. Daher weiß ich das. Ich rief damals sofort P. an. Sie arbeitet in einem Pflegeheim und berichtete ihr das von dem informativen Aussteller und bat sie, mir so eine Verpackung zu besorgen. Kurz darauf rief sie mich zurück und war außer sich vor Wut. Ich war jetzt in allen Lagerräumen in unserem Pflegeheim. Wir haben nur noch riesige Plastiksäcke mit Masken. Und da sind nur chinesische Schriftzeichen drauf. Alle Schachteln wurden entfernt, entsorgt. Diese Schweine. Ich meinte ganz trocken, ach so, du kannst nicht chinesisch lesen? Da steht bestimmt auch drauf, dass diese Masken nichts bringen und für Bakterien sind, da Viren zu klein sind. Haben die etwa Angst und zittern, schon wie Merkel, dass die Wahrheit herauskommt und wir unglaublich verarscht werden, für dumm verkauft, an den echten Darth Vader, Bill Gates? Ja, Darth Vader. Der echte Imperator Palpatine ist der schwarze Papst, sieht sogar so aus mit seiner schwarzen Kutte. Oh mein Gott, ist George Lucas genial. Und die Star Wars Fans, die diese Botschaft erkennen. Oh mei, du wieder mit deinem Schmarrn. Ich kenne viele, die Star Wars gesehen haben. Und so einen Schmarrn erzählst nur du. Oh P, wenn du nicht permanent mit deinem Smartphone spielen würdest, sondern aufpassen, sehen, nachdenken, kombinieren würdest, würde dir eventuell sogar nachträglich noch ein Gehirn wachsen, war meine Antwort. P.E. Der wohl größte Fehler meines Lebens. Auch ein weiser Mensch wie ich ist einer geistig minder bemittelten, aber dennoch Großmeisterin im Lügen nicht gewachsen. Unsere Beziehung war nicht von Dauer. Sorry, dass ich abschweife. Weiter zum Thema. Gehen Sie mal zu einem Katholiken, um ihn nur mit einer einzigen Frage zu beweisen, wie brunstdumm er ist. Pfarrer, Prediger, lieber Leser, und fragen Sie ihn. Konfrontieren Sie den Prediger mit der Wahrheit, mit Wissen, nicht Glaube. Mal schauen, wie er reagiert. Reagiert. Habe ich schon erwähnt, dass ich die deutsche Sprache liebe? Agieren ist tun. Schauen Sie, was der Affe tut. Schau in seine Augen, denn die Augen sind der Spiegel zur Seele. Augen sagen mehr als Worte. Was für geniale Sprichwörter. Ich liebe sie so sehr. Herr Pfarrer, ich hätte da mal eine Frage zur unbefleckten Empfängnis. Gut, okay. Ein Geist kann durch Wände gehen. Er muss keine Türen öffnen. Haben Sie schon mal einen Geist gesehen, der Türen öffnet? Haben Sie überhaupt schon mal einen Geist gesehen? Ich nicht. Gut, ich bin ja auch kein Geistlicher. Pfarrer werden ja bekanntlich auch Geistliche genannt. Deshalb dachte ich, frage ich mal einen Pfaffen, Geistlichen. Da Geister durch Türen gehen können, ohne diese zu öffnen, könnte es möglich sein, dass das Eokalkulat, das Spermium eines Geistes, das Jungfernhäutchen von Jungfrau Maria durchdringen kann, ohne es zu verletzen. Das Benetzen der Gebärmutter wäre also möglich. Aber dann ist die Gebärmutter doch befleckt und nicht unbefleckt, Herr Pfarrer. Ich wollte schon vor vielen Jahren eine E-Mail an den Vatikan, was ist los mit mir, an den Vatikan, sagt sie im Hinterbauch, an den Vatikan schreiben. Hab's gelassen. Nicht, weil ich Angst vor dem vatikanischen Geheimdienst gehabt hätte, sondern weil es damals noch kein Internet gab. Grins. Befruchtung ohne Samen. Ohne zu beflecken. Zu der jungfräulichen Geburt. Das Jungfernhäutchen, Maria, war nach der Geburt noch intakt. Das ist absolut unmöglich. Herr Pfarrer, rennen Sie doch nicht weg. Wieder grinse ich, ich Schelm, während ich diese Zeilen zu Papier bringe. Herr Pfarrer, bleiben Sie doch stehen. Sie kommen eh nicht davon. Ich laufe schneller als Sie. Und habe auch mehr Ausdauer.
Ein Gynäkologe hat es bestätigt, dass es absolut unmöglich ist. Mein Nachbar hat eine 19-jährige Tochter. Wir wollten es genau wissen. Seine Tochter ist Jungfrau und heißt sogar Maria. Wenn ich mal im Fahrt bin, sprudelt der Spalt nur so aus mir heraus wie ein Springbrunnen. Die 19-jährige Maria hat sich bereit erklärt, bei diesem Experiment mitzumachen. Anfangs fragte Maria, ob wir sie verhunipippeln wollen. Ob das wirklich unser Horst, Günther, ob das wirklich unser Ernst ist natürlich. Eieiei, was bin ich wieder für ein Schelm heute. Herr Pfarrer, bleiben Sie doch stehen. Sie sind doch auch nicht mehr der Jüngste. Total außer Atem und schwitzen schon wie Sau. Naja, ich kann es Ihnen auch berichten, während wir joggen. Josef, mein Nachbar, und ich haben das liebliche Fätzchen von Maria sogar mit 4 Suppenlöffeln in allen 4 Richtungen auseinandergezogen. Und seine Frau, ihre Mutter, sie heißt Magdalena, hat mit einer Maglite-Taschenlampe den Innenraum der Muschi ihrer Tochter professionell ausgeleuchtet. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Die Maglite hat uns 50 Euro gekostet im Fachhandel. Wir haben nicht bei Amazon bestellt. Maria hat natürlich die Augen verdreht. Nicht vor Scham oder orgasmatös, nein. Maria hat die Augen verdreht, weil ihre Eltern und ich so dermaßen dämlich sind. Wir haben sehr gelacht über die Situation, dieses Experiment. Maria hat sich fast weggeschmissen vor Lachen und gemeint, ihr seid so dämlich. Wie kann man nur so blöde, dämliche Ideen haben? Josef spuckte sogar einen aus den tiefsten Bronchien gezogenen in Bayern sogenannten Lungenklache hinein. Auch ich spuckte mehrmals in den gut ausgeleuchteten Innenraum. Jedoch beides lief wieder heraus. Sowohl mein Speichel als auch Josefs Lungenhering, der aus den tiefsten Tiefen seiner Lunge kam. Als Josef dann den Kercher Hochdruckreiniger aus der Garage holen wollte, um zu testen, ob er mit mehr Druck etwas durchdringen könnte, hat Maria unverständlicherweise das Projekt abgebrochen und lief schneller als der Pfarrer es je könnte aus dem Zimmer. Ich verstehe bis heute nicht warum, es war doch nur ein Kercher Hochdruckreiniger. Und Maria hätte sogar kommen können. Doch sie lief lieber. Herr Pfarrer, bleiben Sie doch endlich stehen. Sie haben schon einen Bordeaux-roten Kopf. Wenn Sie noch roter werden, sehen Sie aus wie Roberto Blanco ohne Haare. Sie kommen doch aus Polen. Da gibt es keine... Dieses Jungfernhäutchen ist ringsherum absolut dicht. Da kommt nichts durch und auch nichts raus. Wir wollten sogar einen Kercher einsetzen. Aber Maria hatte irgendwie keinen Bock, keine Lust. Ich weiß, Josef und Maria waren sehr arm und keusch, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Sepp, der Josef, ja in Bayern sagt man Sepp zu Josefs, Maria damals gefragt hat, ob sie ihn verarschen will. Es könnte sein, ich war ja nicht dabei und weiß auch nicht, wie humorvoll Maria damals war. Wenn sie meinen Humor gehabt hätte, hätte es sein können, dass sie zu Sepp sagte, ich wusste gar nicht, dass du auf Popo-Sex stehst. Das ist nicht lustig, Maria, könnte der Sepp damals gesagt haben. Wie bitte in aller Herrgotts Namen soll das möglich sein? Leg dich sofort hin und mach die Beine schon mal breit. Ich hol mal schnell 2 Holzlöffel und die Öllampe, denn das will ich sehen. Da musste sogar der Pfarrer lachen. Ach so, die Story ist ja fiktiv, eine tief gefickte frei erfunden. Erfunden, fiktiv, niemals geschehen. Eieiei, wenn ich mal loslege. Aber mal ehrlich, Spaß beiseite. Wie zum Teufel ist der Rotzlöffel da rausgekommen, ohne das Häutchen zu beschädigen? Jesus war echt ein Hund ums Hausig, wie man in Bayern so sagt. Selbst wenn uns Jesus erscheinen würde, würde er wahrscheinlich sagen, wie soll ich das wissen, du dämliches Rimpfi, du Blödes. Ich war damals noch ein Säugling. Du langhaariger Schiffschaukelbremser, du tätowierter Bombenleger. Andersrum. Du Bombenleger, du langhaariger Schiffschaukelbremser, du tätowierter. Ja, meine Lieben, Jesus hat dir an diesem Tag gekifft. Das heilige Gras, das am Nil wuchs,
in Papyrus mit Pampasgras vermischt und zusammengedreht. Der Jesus war schon ein Hund. Man hat ihn damals ans Kreuz genagelt. Schrauben gab es damals noch nicht, weil er nicht zum Friseur wollte. Und dann wollte er auch noch ein Tattoo. Und das ging dem Herodes zu weit. Und Herodes sagte, schnappt euch mal die Nagelschrauber. Und Herodes wurde von dem Befehlsempfänger unterbrochen. Herr Herodes, Nagelschrauber sind noch nicht erfunden worden. Selbst wenn? Wir haben keine Schrauben. Ganz davon abgesehen werden die ersten Baumärkte von den Amerikanern erfunden. Der Untergebene hieß Nostradamus Dumbatzus. Ubi, Praktiker, Hagebau und so weiter werden auch erst in ca. 2000 Jahren gebaut und nicht bei uns. Wir sind Araber aus Griechenland. Dürfen wir auch Hammer und Nägel verwenden? Herodes verdrehte die Augen und sprach: Da diese Story sowieso fiktiv ist, lieber Leser, lasst euer Fantasie freien Lauf. Euer Michael Christian Baum. Aber schaut, jedes Mal, wenn ihr zukünftig an einer Kirche vorbeigeht oder einen Pfaffen seht, werdet ihr den Pfaffen nicht anlächeln wie üblich, sondern auslachen. Und er wird sich wundern, ihr nicht. Katholiken stehen auf Wunder und das wundert mich nicht. Was für ein geniales Wortspiel von mir. Hier stinkt es plötzlich so seltsam nach Eigenlob. Einem Menschen wie mir, der von Obi-Wan schon in seiner Kindheit gelernt hatte, die Dinge von verschiedenen Standpunkten aus zu betrachten, dann sieht man klarer. Amazing Grace, was blind, but now I see. Ich war blind, jetzt sehe ich. Meine Ex P.E. sieht und ist wie viele, zu viele auf dieser Welt blind, obwohl sie funktionstüchtige Augen hat und sieht. Aber was helfen funktionierende Augen, wenn das Gehirn versagt? Europa würde schon lange in Schutt und Asche liegen, wenn Wladimir Putin ein Politiker wäre. Oder das, für das er hingestellt wird, von den westlichen korrupten, gleichgeschalteten Medien. Wladimir Putin war noch nie in seinem Leben ein Politiker. Wladimir Putin kommt aus militärischen Kreisen, ist Ex-KGB-Chef. Natürlich braucht man Ellenbogen, um etwas Gutes zu erreichen. Ein echt geniales Filmzitat trifft den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, es stammt von der Batman-Trilogie. Ab und zu müssen gute Menschen, Putin, Trump, Schlechtes oder Böses tun, um Gutes zu bewirken. Was geschah mit der Sowjetunion, als Putin an die Macht kam? Erst die Amtshandlung, von der Inkarnation des Bösen sogar das Vader hat panische Angst vor ihm, Wladimir Putin. Er verhaftete alle Oligarchen, enteignete sie und sperrte sie weg. Einer entkam ihm, der Typ, der diesen britischen Fußballverein gekauft hat. Meine Zeit ist mir zu schade, um den Namen und das Jahr zu recherchieren. Ihr wisst, wen ich meine. Biografie Donald J. Trump. Im Alter von 22 Jahren schloss Donald J. Trump das Wirtschaftsstudium auf der Militärakademie, in die ihn sein Vater damals steckte, mit der Note 1 ab, was nur die wenigsten schaffen. In solchen Unis oder Akademien wird auch strategisches Handeln und Denken in jeglicher Form gelehrt. Im Alter von 25 Jahren übernahm er den millionenschweren Betrieb seines Vaters, weil sein Bruder ziemlich unfähig war, und baute es in kurzer Zeit zu einem Milliardenkonzern aus. Donald J. Trump ist nicht Multimillionär, er ist Multimilliardär. Wie gesagt, 1000 Millionen sind eine Milliarde. Und er, ja auch Wladimir Putin, ist Multimilliardär. Schon alleine diese Tatsache macht doch ersichtlich, wie unfassbar dumm oder wie das Lebewesen Christian Ehring von Extra 3 eine ehemals gute Satire-Sendung im, ich glaube, widerlichen deutschen Rundfunk, also WDR, widerwärtigen deutschen Rundfunk. Oder ist es der NDR, der niederträchtige oder nichtige deutsche Rundfunk? Egal, alles der gleiche Müll. Überhalb seiner Frisur überbelichtet und unter der Frisur unterbelichtet. Wie stolz die Kreatur Ehring war, dass irgendein Mainstream-Autor, dem das einfiel, für ihn schrieb. Er selbst oder vielmehr sein Gehirn ist gerade genug funktionstüchtig, dass es atmen kann, ohne zu denken.
Was die Lebewesen und Tumore dieser Sendungen machen und von sich geben, hat nichts mehr mit Comedy oder Satire zu tun. Es ist einfach nur infam und menschenverachtet. Die Würde eines Menschen ist unantastbar, steht in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, das uns die Alliierten 1948 in die Hand drücken. Ich war 1999 in Berlin und habe es mit eigenen Augen gesehen und gelesen. Ich denke, dass die damaligen Lebewesen und Tumore schon vor Lachen auf die Schenkel klopften. Ich weiß nicht wann und auch nicht wer es damals war. Auf alle Fälle steht da ein Stein gemeißelt, Trommelwirbel. Dem deutschen Volke und nicht dem deutschen Politiker. Und schon wieder war ich soweit und musste abschweifen. Ihr verzeiht mir doch, oder? Zitat Steffi Elsässer, Kompakt-TV, wegen Sarah Wagenknecht. Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Ich könnte sie abpuzzeln für dieses geniale Zitat. Würde Jürgen ihr Mann, denke ich, nicht dulden, Zwinker-Smiley. Weil wahrer Sagenknecht sich mit allen eine Koalition vorstellen könnte. Sogar mit der Partei, der sie den Rücken kehrte, den Linken. Natürlich niemals mit der AfD. Also der Alternative für Deutschland. Nicht verwechseln mit der korrupten Agentur für Datenschutz. Die damals ja auch AfD hieß, logischerweise. Ich gehe noch weiter. Wer sich mit einer verurteilten Schwerverbrecherin, Alice Schwarzer wurde 2014 wegen Steuerhinterziehung in mehrfacher Millionenhöhe verhaftet, vor Gericht gestellt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 200.000 Euro verurteilt. Auf die Bühne stellt, um anzukündigen, dass sie eventuell eine eigene Partei gründen möchte. Nun merkt der liebe Leser, dass ich mich nicht verschrieben habe. Das Bündnis wahrer Sagenknechte, wie ich diesen Verein nenne, sehr breit grins, ist für mich jenseits von nicht ganz dicht, sondern vom Wahnsinn gebeutelt. Noch geistig minder bemittelter als Baerbock, Roth, Lang und Habeck zusammen. Alice Schwarzer hinterzog seit den 80er Jahren Steuern, die sie auf die Kapitalerträge aus einem Schweizer Konto hätte zahlen müssen. Der Vorgang wurde öffentlich bekannt. Als der Spiegel Anfang Februar 2014 über eine steuerrechtliche Selbstanzeige Schwarzers berichtete, die sie 2013 erstattet hatte, für die zurückliegenden 10 Jahre zahlte Schwarzer nun insgesamt rund 200.000 Euro Steuern nach. Am 8. Februar 2014 wurde bekannt, dass die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt. Für Zeiträume, bei denen die Festsetzungsfrist von 10 Jahren abgelaufen war, war die Festsetzung der Steuer von Amts wegen unzulässig. Festsetzungsverjährung. Schwarzer war daher nicht verpflichtet, diese Steuern noch nachzuzahlen. Die Veröffentlichung durch den Spiegel am 2. Februar 2014 kritisierte Schwarzer als illegal und vermutete, dass es sich um keinen Zufall handelte. In Emma erschien unter der Überschrift in eigener Sache eine Selbstverteidigung, in der Schwarzer den Eindruck weckte, dass die Berichterstattung gegen sie mit der von Emma angezettelten Kampagne gegen Prostitution, wo es um Milliardenprofite geht, zusammenhänge. Von Stefanie Lohaus wurde sie deswegen in Zeit Online kritisiert. Ulrike Herrmann schrieb in der Taz unter der Überschrift »Schmerzhaft peinlich« mit ihrer Begründung, sie habe ihr Geld vorsorglich über die Grenze geschafft, da die Hatz gegen sie damals solche Ausmaße angenommen habe, dass sie ernsthaft gedacht habe, sie müsse ins Ausland gehen, habe Schwarzer sich als politisch Verfolgte inszeniert und sich implizit mit den Opfern im Dritten Reich verglichen. Anfang Juni 2014 wurde bekannt, dass das Ermittlungsverfahren andauerte und Durchsuchungsmaßnahmen stattgefunden hätten. Im Juli 2016 wurde ein Strafbefehl gegen Schwarzer ausgestellt, da sich die von ihr gestellte Strafanzeige als fehlerhaft erwiesen hatte. Daraufhin musste Schwarzer eine Strafzahlung im sechsstelligen Bereich leisten. Quelle Wikipedia. Nun zurück zum Thema. Wir haben es damals mitbekommen. Es wurde auch dreimal live im TV gezeigt. Sogar von Lebewesen und Tumoren von der Tagessau. Allgemeiner Rundfunk Deutschlands, dem Heute-Journal, des zentralen Deppenfernsehen und der Bild-Zeitung.
Sogar der Spiegel, der das Material nicht wert ist, auf dem er gedruckt ist. Der Spiegel. Beschreibung Nachrichtenmagazin. Sprache Deutsch. Verlag Spiegel Verlag. Rudolf Augstein GmbH und Co. KG. Hauptsitz Hamburg. Erstausgabe 4. Januar 1947. Gründer Rudolf Augstein. Quelle Wikipedia. Es gibt eine sehr informative und gute Doku auf YouTube über die Gründung des Spiegel. Karl Rudolf Augstein hatte die Schnauze gestrichen voll, dass er nicht mehr die Wahrheit schreiben durfte. Egal, in welchem Verlag oder Presseagentur er auch arbeitete. 1947. Und siehe, was passierte, was aus dem Spiegel wurde, nach dem Tod von Karl Rudolf Augstein. Die Katholiken haben Gott, die Muslime Ander. Die Katholiken haben Gott, die Muslime Allah, die Inder Buddha. Mein Gott ist Thomas Röper, der Gründer des Antispiegel, der mit dem Buch Inside Corona meine Hypothese, was die Zitteranfälle der Merkel jedes Mal, wenn die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, vervollständigte. Event 201. Immer die gleichen Namen. Grandiös von Thomas Röper, Mr. X recherchierte und von Thomas Röper zusammengefasst in dem Buch Inside Corona zieht. Sicher ist dieses wertvolle Buch staubtrocken und kann nicht wie dieses Buch geschrieben werden. Nicht weil Thomas Röper wie ein Journalist schreibt und nicht wie ein Romanautor oder Künstler wie ich einer bin. Wenn Thomas Röper alle Quellennachweise kopiert und in sein Buch eingefügt hätte, wie ich es zum Teil tat, wäre das Buch Inside Corona etwa 86 Meter dick und man bräuchte keinen Gabelstapler, sondern einen Schwerlastkran, um es aus dem Bücherregal zu heben. Die Anhänge der Quellen würden enzyklopädische Ausmaße annehmen. Viel Spaß beim Ausdrucken. Ende Teil 2.